Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Das erste Thema, was wir haben, ist ein trauriges Thema. Auf dem Flug von Singapore Airlines von London nach Singapur gab es einen Toten und das aufgrund von Turbulenzen. Gibt dazu Bilder, die sehr, sehr erschreckend sind. Dann haben wir Lufthansa, die treffen sich mit den Flughafen, ich habe es jetzt noch mal anders formuliert, Blockierern. Ich habe es etwas wertneutraler formuliert. Ryanair hat sich entschieden, keine Sommerpause zu machen, so wie immer. Sie nehmen Flugzeuge an, und zwar die 737 MAX natürlich. Frontier musste eine Passagierin ausladen, weil sie sich geweigert hatte, im Zweifelsfall, im Notfall zu helfen. Auch eine krasse Nummer. Und eine noch krassere Nummer kommt aus Abu Dhabi in Etihadhausen. Da ist es so, dass sich ein Executive Manager einen Fake-Account auf LinkedIn gemacht hat und dort Mitbewerber, Marktbegleiter durchbeleidigt hat und irgendwie sich selber permanent gelobt hat. Also das sind merkwürdige Themen, die wir heute alle haben. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, immer wieder an dieser Stelle natürlich, unterstützt den Kanal durch Kommentare und vielleicht durch eine Kanalmitgliedschaft. Ansonsten haben wir nächste Woche Montag oder Dienstag. Dienstag haben wir, glaube ich, Hamburg als Stammtisch. Also, da geht's los, und ich habe heute den ganzen Tag an meiner neuen Videoreihe gearbeitet. Ich hoffe, euch hat das gefallen mit dem Thema Ticket, warum der Name nicht geändert werden kann. Das andere geht um Kreditkarten, aber auch um Hyatt. So, jetzt seid ihr wieder dran, und zwar mit dem Thema Singapore Airlines. Und da habe ich für euch auch erschreckende Bilder, die man direkt mal sich angucken muss. Das ist ein 4-Loop, der da ist. Heißt, also man sieht da die Bin, man sieht da auch, wie Sauerstoffmasken raus ist, aber es ist schon ein relativ harter Impact gewesen. Der Flug war der Flug 321 von London Heathrow nach Singapur, und es gab Turbulenzen. Singapore Airlines spricht natürlich dem Passagier oder der Familie des Passagiers, der verstorben ist, seinen tief empfundenen Beileid. Da gibt es auch eine Mitteilung, die ich euch auch gerne einblenden möchte. Das ist diese hier. Und zwar Singapur Flug SQ321 von London nach Singapur am 20. Mai, also quasi jetzt, ist in Bangkok zwischengelandet, weil man halt dort halt auch einen Todesfall, One Fatality, hatte. Es war eine Boeing 777-300ER. 211 Passagiere, 18 Crew an Bord, und natürlich ist es dort, dass man Updates geben möchte. Hier könnt ihr mal gucken, da sind die Krankenwagen, dann so sah es aus, ups, das war das Falsche, und wenn man da ganz genau ins Bild guckt, oben rechts in der Ecke, da sieht man den Körper wohl. Dann geht es weiter, das ist das Flugzeug, die 9 Victor Sierra Whiskey November. Das ist die Singapore Airlines Maschine 777, die in Starlines-Farben lackiert ist. Dann geht es weiter natürlich, dass man dort von den Notfallmedizinern betreut wurde. Und hier nochmal das Ganze als ein Flight Radar-Ding. Und zwar ist es so, dass man sieht, wie der Flieger wirklich geflogen ist, und dann sieht man auch, wie der Flieger runtergefallen ist, wie man da wirklich von der hohen Flugfläche, ich glaube, das waren 37.000 Fuß oder so ähnlich, dann runtergegangen ist, und da sieht man halt wirklich, wie viel er abgesackt ist, mehrere tausend Fuß, und dann auch in Bangkok gelandet. Hier, ich ziehe das nochmal runter, da sieht man das Ganze auch nochmal auf dem Weg. Ja, was gibt es sonst dazu zu sagen? Ja, man kann nichts dazu sagen. Es gibt da auch keine Aussage, woher es kommt, ob der Passagier quasi unglücklich da, ja, wie soll man sagen, mit dem Kopf angestoßen ist oder gefallen ist oder irgendwas. Also da gibt es keine Hinweise.
Ihr könnt da auch jetzt nicht wirklich viel draus lesen, in Anführungsstrichen, weil wir wissen vieles nicht. Wir wissen nicht, waren die Anschnallzeichen an, wie schnell ist das passiert und so weiter und so fort. Und das ist in der Gegend passiert, wo wir im Moment sehr viele Turbulenzen haben, weil dort auch Wetterlagen sind mit Regen und so weiter. Also insofern relativ problematisch. Ihr könnt da jetzt im Prinzip für euch nur mitnehmen, schnallt euch an. Und für mich war es halt wirklich erschreckend, weil wenn man sich diese Sachen immer anguckt, ja, Bein gebrochen, Arm gebrochen, eventuell oder sowas, wenn Crews zum Beispiel da den Trolley irgendwo gegenkriegen oder aber auch blaue Flecken, um weniger was zu haben. Aber jetzt da, wo jemand gestorben ist, das ist dann doch schon mal relativ krass. Deshalb für euch auch die Frage des Tages, inwieweit ihr davon auch schockiert seid von der Todesnachricht durch Turbulenzen. Und natürlich auch, was nehmt ihr für euch selber mit? Was ist euer Takeaway davon? Werdet ihr euch irgendwie anders verhalten oder so weiter? Oder sagt ihr einfach, das ist wie immer im Leben, wenn was passiert, dann macht man 2-3 Mal was, denkt dran und dann ist es auch wieder weg. Ja, das waren traurige News eigentlich und jetzt geht es weiter mit den Freunden von Lufthansa. Und die Lufthansa trifft sich quasi vor Gericht mit den Flughafenblockierern, weil sie 6-stellige Forderungen an die haben. Und diese 6-stelligen Forderungen, die man da hat, ist so, dass man natürlich bei der letzten Generation, denen man eine Zahlungsaufforderung geschickt hat. Und diese Zahlungsaufforderung wurde widersprochen von allen Beschuldigten. Natürlich wurden sie widersprochen. 47.000 Euro Schadensersatz sollten von der Eurowings geltend gemacht werden, stellvertretend für die Lufthansa Group. Und dadurch, dass dort gesagt wurde, nö, machen wir nicht, ist nicht, muss man vor Gericht. Und deshalb trifft man sich vor Gericht. Und das wird eine spannende Nummer. Und konkret geht es um die Vorfälle bei den Protesten am 13. Juli 2023 in Hamburg. 57 Flüge der Lufthansa-Gruppe, also das heißt wirklich von der Lufthansa, von der Eurowings, der Swiss. 8.500 Passagiere waren betroffen. Dabei ist Lufthansa dann ein Schaden von 400.000 Euro entstanden. Weiter geht es dann am 13. Juli in Düsseldorf. 24 Flüge, 3.000 Passagiere betroffen. Da geht es dann um 220.000. Und dann Berlin-Brandenburg im November 2022 war das. Da wurden nochmal aufgerufen 220.000 Euro. Heißt also, ne, Entschuldigung, 120.000, da wollte ich nicht übertreiben. Heißt also, man hat da nochmal 5.000 Passagiere und 35 Flüge etwas in Mitleidenschaft gezogen. Und so kommt man auf diese Summe. Und da wird jetzt vor Gericht verhandelt und das wird natürlich dann relativ spannend, weil der Streitwert relativ hoch ist. Das ist auch eine teure Veranstaltung. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Zumal, wenn wir uns auf München nochmal das Ganze fokussieren, da hatten wir ja in München gerade auch wieder die Proteste, gerade am Wochenende, wo auch Flugverkehr ist. 60 Flüge mussten komplett storniert werden. 14 Maschinen sind verspätet gestartet. Flüge wurden umgeleitet, da sind auch Kosten. Also insofern bin ich mal gespannt, wer da dann den Freunden von den Klimablockierern, Flughafenblockierern die Rechnung schickt und wie das dann bezahlt wird. Also da bleibt es auch wieder spannend. Also da muss man halt sagen, vielleicht sollte man auch Kosten von anderen Leuten mit einbeziehen. Heißt, es ist ja nicht nur Lufthansa. Also das sind Millionenschäden, wenn man alles zusammenzieht. Weil das ist ja auch Polizei und. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme, um da mal Tacheles zu reden und zu sagen, wo der Hammer hängt oder wo der Frosch die Locken hat oder wie das heißt. Jetzt haben wir Ryanair und da sagt ihr, okay, was interessiert mich Ryanair? Ich finde es einfach nur spannend, dass Ryanair Flugzeuge jetzt auch in ihrer Sommerpause annimmt. Und zwar ist es so, ich muss gerade die Zahlen suchen, in der Sommerpause annimmt bei den Auslieferungen, denn 20 Auslieferungen der verspäteten 737 MAX, die nennen das ja 8-200, also nicht der Strich 8er, sondern das ist die Strich 8-200. Ist es so, die erste 737 MAX 10 erwartet weiterhin Ryanair erst in 2027. Und wir hatten Ende März 146
737 MAX 8200 in der Flotte, sagte Ryanair Finanzvorstand Nels Soran. Und wir hoffen, dass bis Ende Juli 158 bis 160 kommen. Also auch interessant, dass man da so eine Spanne sagt, dass man gar nicht weiß, wie viele das sind. Damit fehlen rein in der Hochphase des Flugsommers rund 20 Flugzeuge, was natürlich ein Problem darstellt. Und man nimmt im Normalfall in den Sommerferien keine Flugzeuge. So soll dann bis Ende Oktober das Ganze auf 180 bis 181 Flugzeuge wachsen. Also selbst auf da kann man, weiß man es nicht ganz genau. Im nächsten Sommer will man dann bei Ryanair 210 737 MAX einsetzen. Und man hat aber auch Leasingverträge für 737-800er verlängert, damit man nicht auf einmal keine Flugzeuge mehr hat, nur so als Randbemerkung. Und spannend ist es halt auch, dass man dort die übrigens dringend benötigte Lieferung dringend abnimmt. Also das heißt, man macht Boeing da quasi einen Gefallen. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also ich bin da mal gespannt, was da passiert. Aber man sieht, dass Boeing da natürlich mit Ryanair jemanden verärgert hat und Ryanair jetzt auch händeringend Flugzeuge sucht und die dann da ja, Gas geben zu jeder Tages- und Nachtzeit und jedes Flugzeug nehmen, solange es Flugzeuge gibt. Wir haben ja oft von bekloppten Menschen in der Luftfahrt berichtet. Und jetzt haben wir eine Passagierin bei Frontier, die saß in der Exit Row. Und in der Exit Row wird man natürlich gefragt, ob man im Falle eines Falles helfen möchte. Und die Dame hatte folgende Antwort gegeben und ich lese sie euch vor. Hier seht ihr Bilder von der Dame, wie sie von der Flugbegleiterin gefragt wird und hier, wo sie abgeführt wird. Und sie sagte, oh, ich werde keinen da helfen oder in Sicherheit bringen, wenn etwas passiert. Ich bringe nur mich selber in Sicherheit. Das ist eine narzisstische Äußerung, eine ich-zentrisch betriebene Aussage, die absolut schlecht ist. Und ich wollte schon das Wort Scheiße sagen, aber nee, lass uns Scheiße sagen. Warum? Weil Exit Row, und sie sitzt ja am Gang, Exit Row ist halt nicht nur, dass man mehr Beinfreiheit hat, Exit Row heißt aber auch wieder Pflichten. Und wir haben da lang und breit drüber diskutiert, wie das ist. Und das Interessante an der Geschichte ist dann, dass die Dame noch so genauso bekloppt war, dass sie dann, als sie gebeten wurde, okay, alles klar, du musst leider gehen, der Kapitän kommt raus, sagt, sorry, musst leider gehen, weil auch irgendwie, sie wollte sich nicht umsetzen von der Exit Row weg, weil so etwas kann man an der Exit Row echt nicht gebrauchen. Dann wird neuerdings das nicht so wie der Kollege Tao oder so wie das heißt, der Chinese, den man bei United da rausgezogen hat, sondern das Flugzeug wird komplett geleert. Also alle Leute gehen raus, nehmen ihre Sachen mit und sagen Tschüssing. Und damit ist dann die Möglichkeit gegeben, dass dieser Passagier, abgesehen davon, dass keine Aufnahmen bestehen, wie man da sich dann dem Passagier entledigt, sondern auch die Leute haben dann keine Show, das heißt also sind da alleine, haben da keine Audience, können da also quasi wesentlich schmerzfreier rausgeholt werden. Ich finde es interessant, dass das so gemacht wird. Und die Dame ist dann raus eskortiert worden und ist wohl mit Frontier wahrscheinlich nicht mehr geflogen. Also auf jeden Fall ist es so, dass man die anderen Passagiere dann im Terminal Building halt hatte und dann wurden die dann gebeten, wieder reinzukommen. Man ist dann losgeflogen, gab ein bisschen Verspätung. Der Flug war, weiß ich gar nicht, steht gar nicht dabei, welcher Flug das war. Insofern aber Frontier, und Frontier ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie eine Premium-Airline sind. Deshalb hätte ich da auch, glaube ich, meinen Exit-Row-Platz verteidigt. Aber, um ehrlich zu sein, ich hätte immer gesagt, yes, willing and able. Das ist das, was man in solchen Fällen sagt. Eine weitere Beklopptheit aus der Welt der Aviation ist, wenn man bei LinkedIn schaut. Und zwar, da gibt es einen Etihad-Manager, der hat einen Fake-Account gehabt. Und er hat, warte, habe ich da irgendwo einen Namen? Ich muss mal kurz gucken, ob wir da einen Namen haben. Und zwar Evander Sebastian. Hier, das ist der Kollege.
Und zwar the Chief Revenue Commercial Officer ist das von Etihad, Arik D. Und das ist sein Fake-Account. Arik D. ist das hier. Da muss man auch mal gucken. Ich ziehe das gerade mal hier parallel. Gibt er mir das? Ah, hier. Und zwar, das ist der, also das ist der Fake-Account. Und das ist der richtige Account von ihm, der Chief Revenue Commercial Officer. Also der hat ja gar nichts damit zu tun. Jetzt sagt ihr natürlich, woher wissen die das, dass das ein Fake ist? Weil dieses Foto ist ein sogenanntes Stock-Foto. Also ist das so etwas, ja, wie soll ich sagen, Stock ist halt, wo man Bilder kauft, ne? Und interessant ist halt wirklich, dass man da halt bei anderen Fluggesellschaften Badmouthing betreibt und sich da negativ geäußert. Und er hat sich negativ geäußert bei Äthiopien, Latam, Iberia, Qantas. Ist halt wirklich ein Problem. Und er hat halt auch Folgendes hier geschrieben, zum Beispiel: Amazing to see the turnaround. Etihad was an airline for 18 years that made losses with teams that did not know what they were doing. It's really incredible to see what has been done on the past 2 years. Also das heißt im Prinzip, sich selber da lobt. Und dann kommt hier nochmal, warte, da haben wir es. Ich muss auch mal ein bisschen hier so. Da sagt er nochmal Arik irgendwas, also auch nochmal sich selber. Und dann hier hat er auch nochmal sich dann selber gelobt. Also da gibt es so einige, wo man sagt hier, da ihr, also ihr seht es, da sind so viele Sachen, wo man, ich kann euch unendliche davon bringen, wo er den Namen von Arik genannt hat. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Wenn man sich das ehrlicherweise anguckt, man könnte das als Folklore abtun, aber Etihad möchte ja eine IPO haben. Das heißt also, man möchte public werden, man möchte an der Börse gehandelt werden. Und dann ist das natürlich sowas doof. Und jemand, der sowas macht und vor allem im Executive-Bereich nötig hat, da muss man echt fragen, ob die Leute da einen an der Marmel haben. Ich muss mal gerade gucken, ist das dieser hier gewesen? Nein, das war das Falsche. Da ist der Fake. Also das heißt, dass dieser Kollege hier einfach einen an der Marmel hat, also der Chief Revenue and Commercial Officer Etihad. Also da muss man dann ehrlicherweise sagen, bekloppt, 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 bekloppt. Wir haben heute viele Themen abgearbeitet. Wir haben bekloppte Passagiere gehabt, bekloppte Flughafen- bzw. Fluggesellschaftsmitarbeiter und einen Passagier, wo wir nichts Genaueres wissen, der leider verstorben ist bei den Turbulenzen. Also insofern eine durchaus in meinen Augen spannende, interessante Sendung. Wenn ihr das auch so seht und wenn ihr so lange hier geblieben seid, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem ganz, ganz wichtig, immer wieder kommentieren, kommentieren, kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir an diese Nummer eure Sorgen, Ängste und Nöte. Und ich melde mich jetzt ab. Ich werde jetzt in die Lounge gehen, werde danach schwimmen gehen, in die Sauna gehen und werde dann weiter an der Sendung feilen, die ich morgen früh um 6 Uhr morgens aufnehmen möchte, ja, zum Sonnenaufgang. Ich bin hier ambitioniert, wie ihr merkt. Also, danke euch, bis dann und für euch wie immer der Abspann an dieser Stelle. Bis dann, ciao. Wo ist er? Abspann. Thank you.